Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Survivor und dem Beagle. Wir haben dann noch einen Bosskampf zu schaffen. Ich habe jetzt mir ehrlich gesagt auf Gameplay gestellt, weil sorry, aber nö. Der ist machbar, aber ich habe gerade einfach keinen Bock darauf, wenn ich ehrlich bin. Und Kerl offensichtlich auch nicht. Kerl, echt jetzt? For real? Tu mir das nicht an, Kerl. Wollen wir noch mal? Und wehe, ich krieche. Okay, wollen wir noch mal? Clever. Au. Au. Das ist doch. Guck mal, Leute, das ist. Was ist denn das für eine Relation zum Schaden? Also. Nach dem Kampf wird natürlich wieder umgestellt. Aber die Freiheit nehme ich mir raus, wenn das Spiel mir die Freiheit gibt. Mal noch ein drittes Mal diese Sequenz sehen, habe ich keinen Bock drauf. Viertes Mal. Darauf habe ich gewartet. Seit 200 Jahren! Dann will ich dich nicht enttäuschen. Stärker als jeder Blaster. Au. Ja, zum Glück. Au. Ja, ja. Ja, das jetzt, Leute, ist natürlich in keinerlei Relation zu gar nichts. Das kriegst du hin? Ja, ich krieg das hin, weil. Genug! Ich ergebe mich. Ich glaub dir nicht ein Wort. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Centauri Kree's Observatorium, wie Deccan vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deccan die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis? Deccan Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Wir sollten gehen. Eine Frage. Wie viel ist einer zu viel? Bis man halt einen zu viel getötet hat. I don't know, Leute. I don't know. Hm. Grease, kannst du mich hören? Kerl, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschott-Ruinen haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis. Verstanden. Warten auf dich, Kleiner. Ey, springen einfach ist der größte Endgegner in diesem ganzen Spiel. Diese Sprungpassagen, ey. Ich will nicht mehr.
Mantis. Vielleicht hatte Ravens recht. Hatte er? Er hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Ja, und du? Von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Tja. Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Nein! Oh Gott. Die wollten mich gerade schon als tot deklarieren. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott. Wo muss ich denn hin? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wo ich hin muss. Erstmal will ich speichern. Jetzt werde ich auf ewig in diesen Folgen riesenrote Backschiss haben. Kann losgehen. Ich muss ganz nach da hinten hin. Oh, warte mal, dann mache ich mal eine Schnellreise. Oh, dann mache ich eine Schnellreise. Nimm mich hier hin. Kell, nicht so stimmisch. Du von einem Blaster, hol dir ein Trostpflaster. Komm zu Pyle und Salon, jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, sieh an, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kell. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Was war das denn jetzt? Nicht jetzt. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Schon mal Sabak gespielt? Sicher doch. Und du? Beim ersten Mal habe ich 9 Spiele hintereinander gewonnen. Was? So gut bist du also, was? Genau das ist der Punkt. Eben nicht. Es war Glück. Danach habe ich nie wieder Sabak gespielt. Na gut. Wohin sollen wir gehen, Kumpel? Stelle Dagan im Kobo-Observatorium. Leute, ist das schon Finale? Kurs auf das beste Wasserloch von Kobo. Ich schalte mich mal ein, auch wenn ich meinen eigenen roten Backschuss nicht so mag. Die alle haben sich nichts zu erzählen. Was ist das? Der Weltall hat hier keine Sterne, Leute. Ist okay, kann ich mitleben. Wenn ich mich schnell genug bewege, habt ihr eure Sterne, bitteschön. Ich brauche einen Moment. Mit dem Holotisch? Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagan Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalor eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war.
Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Ach komm, Kerl. Ich glaube, er hat ihre Hand genommen, aber sie haben es nicht gezeigt. Ja nun, ne? Soll das jetzt wirklich schon alles gewesen sein? Da hinten? Wo ist da hinten? Das ist eine sehr gute Frage, wo da hinten ist. Oh, da ist da hinten. Also wenn in Pylons sind jetzt neu. Wir gehen da jetzt mal hin, weil ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das schon war irgendwie. Und wenn ja, wollte ich doch eigentlich noch nach Coruscant zurück. Bin schon ein bisschen. Ich habe so viele Pünktchens. Halten wir einen Moment an. Halten wir einen Moment inne. Fähigkeiten. Was kann ich denn jetzt? Lichtschwert. Habe ich was beim Lichtschwert, was ich unbedingt verbessern möchte? Irgendwie nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert und enttäuscht von Das wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt gewesen, das mal länger zu machen. Dann hätte ich das vielleicht auch einfach öfters benutzt. Okay. Kals Macht erhöht sich noch einmal. Ja, komm. In Übereinstimmung, im Einklang, mit allem und nichts. Ach, das ist die Werkbank. Nö. Ich werde meine Lichtschwertfarbe sowieso nicht ändern. Leute, Magenta ist meine Farbe. Ich weiß, es ist nicht Kels Farbe, es ist meine Farbe. Willkommen, fühl dich wie zu Hause. Ein Twili? Ich habe vielleicht eine weitere Meditationskammer gefunden, Kerl. Wo denn? Es gibt ein Silo im Tal. Es war länger keiner mehr dort, aber es gibt Gerüchte. Ein andermal, okay? Ich wollte eigentlich... Weißt du, du hast diesen Kernwelt-Flair. Steht dir gut. Kommst du aus dem Kern? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mit einigen der klügsten Köpfe von Coruscant die galaktische Ökonomie studiert. Und ich habe mit angesehen, wie dieselben klugen Köpfe stumm und still ihr Talent vergeudeten, während echte Chancen an ihnen vorbeizogen. Passiert. Echte Chancen? Ach, du weißt schon. Steuerfreier Handel, außergesetzliche Importe und so weiter. Oh, du meinst Schmuggel? Ich meine, die Galaxis bettelt darum, dir die Taschen füllen zu dürfen. Du musst nur mitspielen. Okay. Ich habe immer noch nichts für dich, Mädchen. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Wer bist du? Mit dir kann man nicht reden. Okay. Hey, wir planen, neue Energiekerne in den Dämmen der Baggerschlucht zu installieren. Vielleicht kriegen wir sie wieder zum Laufen. Gute Idee. Wer hat dir das beigebracht? Ein alter Freund von uns. Erstklassiger Ingenieur. Mit einem Gewinnerlächeln. Das hatte er. So einen kann man brauchen.
Könnte man meinen. Aber er hat uns nach einem großen Coup unseren Anteil gekürzt. Grock hat den Behörden dann eventuell einen anonymen Tipp gegeben. Ja. Ziemlich hart, wenn er euch nur um ein paar Kredits gebracht hat. Er hat seine Finger in unseren Teil vom Kuchen gesteckt. Und unser Teil ist nicht verhandelbar. Manche verdienen einfach keine zweite Chance. Vor allem nicht die Gierigen. Ich werde daran denken. Alles soweit in Ordnung, Monk? Nun ja, jetzt geht es uns gut. Die Raiders haben einige Gäste verschreckt, als sie hier reinkamen. Aber wir sind aus härterem Holz geschnitzt. Freut mich. Geht's dir gut? Kerl, mein Junge, ich sage dir dasselbe wie diesen Raiders. Nämlich? Schieß ruhig. Aber dann erschießt du den besten Barkeeper auf Kobo. Na gut. Ich will mal wissen, wie mein Gärtchen aussieht. Sag mal, ist es jetzt sauberer da geworden? Nach Ravis Tod sind die Bedlam Raiders angeschlagen. Das macht sie gefährlich. I know. Sie waren schon vorher nicht gerade harmlos. Nein, waren sie nicht. Ich werde mich um den Außenposten kümmern. Die Raiders könnten zuschlagen, wenn sie denken, dass wir verwundbar sind. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Das weiß ich. Und ich werde warten. Sauberer. Aber so richtig sauber noch nicht. Na gut. Ich weiß, es ist nicht... Der Außenposten ist ausgesprochen drollig. Ah, oh, guckt euch an. Unsere Arbeit zahlt sich wirklich aus, BD. Wunderbar. Neue Samen. Pflanze einen ein, dann verrate ich dir Einzelheiten. Ja, aber... Neue Samen, prächtig. Nachdem du einen eingepflanzt hast, sage ich dir, was ich weiß. Na, versuchen wir es mal. Ich sehe, du hast einen Dornenflaum eingepflanzt. Er ist süß, aber Vorsicht. In diesen Federn befinden sich Nadeln so spitz wie Klauen. Ein Kieferfarn, prächtig. Seine Blätter wechseln je nach Umgebung die Farbe. Ziemlich erstaunlich. Ich bin gespannt, welche Farbe er auf Kobo annehmen wird. Diese Fruchthülle ist wunderbar, wenn sie blüht. Die breiten Blätter liefern dem dünnen Stängel Schatten, weil er bei Hitze rasch Blasen bekommen kann. Die Pflanzen brauchen mich. Ja gut, aber habe ich hier irgendwas offen gelassen? Neue Samen zum Einpflanzen. Hast du? Hab ich was nicht mitgekriegt? Oh, oh, du hast gar nicht neue Samen zum Einpflanzen. Erzähl keinen Scheiß. Hier ist nichts mehr frei. Hab ich hier drüben vielleicht noch einen vergessen? Kümmere dich um deine Pflanzen, Freunde, und hör auf sie. Ich würde aber halt gerne noch mehr pflanzen können. Verstehst du das? Wann kriege ich... Neue Samen, prächtig. Nachdem du einen eingepflanzt hast, sage ich dir, was ich... Ach, dann nicht. Ja, ja. Kann ich jetzt in eigentlich einer der Häuser rein? Du, Raider Killer. Ich, Raider Killer, ja. Hab gehört, du hast den Wachturm ausgeschaltet. Das ist richtig. Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffen könntest. Hoffentlich hat das keine Konsequenzen für den Rest von uns. Na dann. Was haben wir denn jetzt hier alles so? Wo sind denn hier überall Gerüchte? Gerücht, Gerücht, Gerücht. Ja. Ich wette, es gibt jetzt noch mehr offene Wege. Ja.
Offener Weg, wo ist denn das? Aha. Wo ist denn nochmal der Silo? Der müsste irgendwo hier sein, der Silo, ne? Nee, der war irgendwo hier. Nee, irgendwo hier, der Silo ist hier. Aha. Warte mal. Gerücht, benutze die Jukebox. Gerücht spricht mit Kaiji über die Jagd auf Kopfgeldjäger. Cantina-Garten. Ach so, wenn das alles ist, gehe ich nochmal zurück ins Spyloon, oder wie das heißt. Ich kann es mir halt immer noch nicht merken. Und ja, Leute, ich sehe auch, dass die Grafik hier unter verschwommen ist. Und das sollte natürlich nicht so sein, aber ich bleibe dabei, wenn das mein einziges Problem ist. I give a fuck. Alles, was nicht von PlayStation selbst und deren Studios gemacht worden sind, da erwarte ich ehrlich gesagt nicht viel. Und wenn ich dann sowas wie bei Dead Space oder Resident Evil präsentiert bekomme, dann bin ich umso begeisterter, wenn ich ehrlich bin. Ist so. Ist so. Was ist denn hier unten? Chris wird bei Dreck nervös. Aha. Und was bist du? Wir sind Klos. Leute, wir haben 25 Stunden dieses Spiel gespielt und noch länger. Oh. Ich will erst gar nicht wissen, wie das hierher kommt. Okay. Okay, Leute, ist okay. Ich rede jetzt nochmal mit ihr hier. Willkommen, fühl dich wie zu Hause. Hier, das ist er. Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Mal sehen. Und Musik. Wie wär's damit? Okay, hören wir zu. Irgendwie erinnert mich die Musik ganz oft an Stray. Ist das nicht das, was die wollten von mir? Wie benutze ich denn die Jukebox? Pool Car. Gerücht. Oh, das Holo-Taktik-Spiel, um das ich mich schon die ganze Zeit drücke. Na gut, dann machen wir das. Ich bin eh noch nicht so scharf drauf, sofort zu Dagon-Gera zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Also komm, why not? Ah, unser Retter kehrt zurück. Ja! Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bima Uk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailoons Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Mhm. Ich bin Kerl. Freut mich, dass ihr beide das Pailoons gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Bist du bereit, deinen Verstand mit allen möglichen... Wähle die Gegnerin, oh Gott, ich sehe Leute schon aus, was nochmal gegendert worden ist, den du herausfordern möchtest. Besiege Gegnerinnen, um einzigartige Belohnung freizuschalten. Investiere deine Kampfpunkte, um Einheiten zu kaufen und platziere sie auf dem Tisch. Eine Herausforderung hat mehrere Wellen. Wenn du gegen eine Welle verlierst, bist du besiegt und musst die Herausforderung neu starten.
Zu jeder Welle werden zusätzlich Kampfpunkte vergeben. Alle ungenutzten Punkte werden für die nächste Welle übernommen. Gewinne gegen alle Wellen, um die Herausforderung abzuschließen. Und Strategien auf Hochtouren zu bringen. Okay, I don't understand. Ich nehme an. Es ist also eine Aufnahme? Wann fange ich an zu reden? Weiß ich nicht. Vorrücken! Muss ich irgendwas machen? Und runter vom Spielfeld! Ausgelöscht! Das Glück ist dir hold. Okay. Oh. Naja, ich probier's mal. Was soll schon schief gehen? Anfangen! Oh, er hatte nie eine Chance! Das nenne ich einen Holo-Kill! Das ist ein Punkt für Kerl! Er gewinnt schon wieder. Ist das alles? Oh nein, mein Highscore! Okay. Okay. Du wirst mich niemals besiegen. Nee. Ah, ich sehe da unten, was ich gewinne. Was ist das für eine Belohnung? Ein Puck. Mach's erstmal gut. Ich habe weitere Gegner für dich, wenn du wiederkommst. Habe ich jetzt das Gerücht erfolgreich abgeschlossen? Ich glaube ja. Gerüchte. Bin die Kipp-Oster. Aha. Ach so, das Geheimnis der Schlucht. Das will ich ja immer noch machen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt habe ich hier einen offenen Weg. Wie komme ich denn da jetzt am smoothesten hin? Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Danke! Wie komme ich denn jetzt am smoothesten dahin? Vielleicht jetzt nicht gerade mehr in dieser Folge? Ich muss mich konzentrieren. Du musst dich konzentrieren. Schnellreise. Das ist nicht die Schnellreise, die ich meinte. Was ist denn mit der Lavaspalte? Da war doch auch noch was. Nee. Absturzstelle. Leute, es gewittert. Okay, sie haben Regen angesagt, aber eigentlich kein Gewitter. Na, sei es drum. Aber draußen ist es auch erstaunlich warm. Wir haben im Moment... 18 Grad. Das ist so dermaßen sick einfach nur. So,
Soll ich das jetzt noch eben fix mit... Ne, wir haben schon 30 Minuten. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.